Wozu man den vorbeugenden Brandschutz braucht? Nun, eigentlich gibt es da ein paar Punkte, die sehr wichtig sind. Das erste ist die Brandvermeidung. Wissen Sie, was Sie tun müssen, um einen Brand in einer Küche zu vermeiden? Oder wissen Sie, was Sie tun müssen, wenn Magnesium mit einem Öllappen zusammenkommt? Ist das gut, ist das nicht gut? Allein da kann man schon in der Brandvermeidung sehr viel vorbeugenden Brandschutz finden und natürlich auch wirklich leben. Das zweite große Thema, was man im vorbeugenden Brandschutz immer wieder findet, ist natürlich die Brandbekämpfung. Dabei geht es nicht wie bei der Feuerwehr, wo ich mich hier befinde, rein und jetzt löschen wir, sondern da geht es um die Entstehungsbrände. Stellen Sie sich vor, der kleine Papierkorb brennt bei Ihnen. Meinen Sie, Sie wissen, wie Sie ihn auskriegen und reagieren richtig? Meinen Sie, Ihr Kollege weiß das? Oder Ihr Chef? Genau das ist der Punkt, wo vorbeugender Brandschutz anfängt. Wir zeigen Ihnen nämlich, wie es geht und auf was es ankommt. Und wenn wir all diese Funktionen zusammenzählen, dann erfüllen wir auch die so wichtigen und dringenden Vorgaben, die gesetzlich da sind. Denn gesetzliche Vorgaben gibt es in Deutschland wie für jedes und alles immer wieder.